Hallo und herzlich willkommen zu Carlos Debate Nummer 21. Heute mit dem Thema neue Luftüberwachung, wie Frontex Geflüchteten beim Ertrinken zuschaut. Wir sind heute live im Carlos Crisis Response Makerspace. Carlos ist eine humanitäre Hilfsorganisation und hier im Makerspace entwickeln wir Konzepte und Equipment für unsere Einsätze. Und vor über 2 Jahren haben wir hier auch unsere Debate-Vortragsreihe gestartet, in der wir uns kritisch mit Themen der humanitären Hilfe auseinandersetzen. Das ist gestartet mit Live-Publikum und ohne Stream. Wir haben es hier in einer Runde getroffen und Themen lebhaft diskutiert. Dann kam die Pandemie und wir haben das Ganze online gebracht. Nun sind wir das erste Mal wieder seit März 2020, das erste Mal wieder live im Makerspace. Aufgrund der pandemischen Lage leider noch ohne Live-Publikum. Aber wie gewohnt könnt ihr euch im Chat mit Fragen beteiligen oder auch über Twitter. Ihr findet die Adresse direkt im Stream oder auch auf unserer Webseite cardus.org/debate. Heute sprechen wir also über Frontex, die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache. An Frontex gibt es ja viel Kritik. Sie scheinen gerade Skandale quasi zu sammeln mit wachsender Geschwindigkeit. Zuletzt zeigt sich das an die Geschehnisse rund um die Informationsfreiheitsklage von Frag den Staat oder auch zu sehen an den Frontex-Files, die man sich auf frontexfiles.eu anschauen kann. Trotz alledem wird Frontex weiter ausgebaut, unter anderem im Bereich der Luftüberwachung. Und dazu habe ich jetzt 2 Gäste hier, mit denen ich mich darüber unterhalte. Das ist einmal Matthias Monroy und Ruben Neugebauer. Ruben wird etwas sagen zu den konkreten Auswirkungen der Praktiken von Frontex für Menschen auf der Flucht. Und Matthias wird uns auf den aktuellen Stand bringen. Was macht Frontex eigentlich gerade? Wohin entwickelt sich das Ganze? Und dann übergebe ich das Wort zunächst an Matthias. Ja, genau. Vielen Dank. Wie du schon gesagt hast, ich werde so ein bisschen darstellen, was mit Frontex so in den letzten Jahren passiert ist, also wohin sich die Agentur so ein bisschen entwickelt hat. Und dann, was Frontex so mit Luftüberwachung aufgebaut hat. Und da ich nicht selber fliege, kann ich das alles nur so von der Sicht vom Trockenen sozusagen beschreiben und freue mich, wenn Ruben das Ganze dann auch einordnen kann hinterher. Ich habe ein paar Folien vorbereitet. Auf der ersten Folie, wenn du mal weitermachst, ist ein bisschen beschrieben, was Frontex eigentlich ist. Ich will das nochmal so kurz vorwegnehmen, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Also oft kennt man Frontex ja nur aus dem Bereich der Grenzüberwachung. Frontex ist aber noch alles Mögliche mehr. Also Frontex macht zum Beispiel auch Grenzkontrolle. Der Unterschied zwischen Überwachung und Kontrolle ist, das eine passiert an Übergängen, das andere passiert an der blauen oder grünen Grenze außerhalb von Übergängen. Frontex ist auch für Abschiebungen zuständig. Frontex forscht, also in verschiedenen Projekten an der Verbesserung von Grenzüberwachung und diesen Systemen. Frontex macht Risikoanalysen, Trainings und so weiter für Küstenwachen in der Europäischen Union, aber auch außerhalb. Also Frontex hat zum Beispiel auch schon mal ein Training mit der libyschen Küstenwache gemacht, also jener Küstenwache, die dort für die Küstenbereiche zuständig ist. Nächste Folie. Frontex macht Operationen an Land- und Seeaußengrenzen. Also hier nochmal ein bisschen beschrieben, was es für verschiedene Einsatzformen gibt. Also das bekannteste sind eigentlich die gemeinsamen Operationen, die Joint Operations. Frontex hat aber auch zum Beispiel in Westbalkanländern, also ich rede jetzt von den Staaten, die nicht in der EU sind, sogenannte Flexible Activities. Und das sind dann kleinere Operationen, gewöhnlich mit kaum Ausrüstung dann, während so eine Joint Operation dann eben mit Schiffen, Flugzeugen etc. sein kann. Und gewöhnlich funktioniert Frontex so, dass man, dass ein Mitgliedstaat quasi eine Operation bestellen kann, sage ich jetzt mal. Dann macht Frontex eine Abfrage in den Mitgliedstaaten und bittet darum, dass die Ausrüstung und Personal zur Verfügung stellen. Das hat sich in den letzten Jahren aber verschoben und das werde ich dann am Ende auch noch ein bisschen darstellen.
An den Landaußengrenzen hat Frontex vor 2 Jahren die erste Operation in einem Drittstaat begonnen. Das war Albanien. Die ist inzwischen auch vergrößert worden. Also inzwischen sind es, also verdoppelt worden ungefähr das Personal. Inzwischen sind es 130 Beamtinnen und Beamte von Frontex, die, soweit bekannt, immer noch größtenteils aus den Mitgliedstaaten dahin geschickt werden. Das nächste Abkommen hat Frontex mit Montenegro geschlossen. Da gibt es inzwischen auch schon 2 Operationen. Und in Serbien konnte eine weitere Operation demnächst beginnen. Das weiß man nicht genau, aber das Abkommen ist fertig. Und die Abkommen mit Bosnien und Mazedonien harren noch der dortigen Umsetzung. Und in Bosnien sieht das im Moment nicht so aus, dass das durchs Parlament geht. Aber fertig verhandelt ist es jedenfalls. Auf der nächsten Folie ist nochmal genau zu sehen, so ein bisschen die, was Frontex eben in Albanien macht. Wichtig zu verstehen ist, dass diese Einsätze immer mit den Nachbarstaaten abgestimmt sind. Also Frontex kann nicht an der albanisch-griechischen Grenze stehen, ohne dass Griechenland da irgendwie was zu sagen hätte. Also erstmal ist der sogenannte Einsatzplan eben zusammen mit Griechenland entworfen worden. Und dann wird Griechenland auch jeden Morgen in so eine Art Morgenbriefing einbezogen in das, was am Tag laufen soll. Und natürlich auch, wenn es irgendwelche Übertritte gibt oder natürlich, wenn Menschen dann wieder abgeschoben werden sollen. In Montenegro hat Frontex inzwischen auch eine Seeoperation begonnen. Also zuerst gab es eine Landoperation. Und das ist hier zu sehen. Da habe ich auch schon mindestens 2 Meldungen gesehen, dass die erfolgreich waren, also dass die dort Geflüchtete auf Booten entdeckt haben, und zwar offensichtlich mit Flugzeugen oder mindestens einem Fall mit Flugzeug, in dem nämlich die Insassen über so eine Infrarotkamera festgestellt wurden, dass die eine auffällig hohe Wärmeabstrahlung hatten, in dem sich nämlich 50 Menschen in einem größeren Segelboot versteckt hatten. Wer das nicht so vor Augen hat, Montenegro ist quasi so am südlichen Zipfel des Balkan, also der Adria. Und die Menschen versuchen dann im Prinzip so weit wie möglich nach Norden zu kommen, um dann vielleicht in Slowenien oder in Italien von Bord zu gehen und sich diese sehr beschwerliche sogenannte Balkanroute zu sparen. Hier nochmal dargestellt sind die, sage ich mal, wahrscheinlich bekanntesten Frontex-Missionen, also die Joint Operations. Das ist also Themis im zentralen Mittelmeer, Indalo vor Spanien und Poseidon, also Poseidonsee, es gibt auch Poseidonland in Griechenland, also in der Ägäis. Und auch hier in diesen gemeinsamen Operationen stammt das Personal aus EU-Mitgliedstaaten. Also vielleicht mal so als Zahl, die Bundespolizei ist da ja auch vertreten. Also Deutschland ist der größte Beitragszahler bei Frontex. Nicht, weil es Deutschland jetzt so auf Grenzüberwachung abgesehen hätte, sondern weil es einfach auch in der EU der größte Beitragszahler ist. Und stellt ungefähr auch 10% von allem Personal in Frontex-Missionen, und so ungefähr bildet sich das dann auch in den einzelnen Operationen ab. An den Seeaußengrenzen ist meine Erfahrung, dass Frontex in letzter Zeit, also in den letzten Jahren, sich immer mehr in die Küstengewässer zurückgezogen hat. Das könntest du dann vielleicht hinterher nochmal darstellen, ob das so stimmt. Das ist ein Trend, den es auch in der Militärmission EUNAVFOR-MED gibt. Also früher wurde die Sophia genannt, heute heißt sie Irini. Da wurde bei der Neuauflage der Operation letztes Jahr, haben ein paar Mitgliedstaaten auch zur Bedingung gemacht, dass man sich zurückzieht aus der libyschen Seenotrettungszone, damit man gar nicht in die Bredouille kommt, dort überhaupt retten zu müssen. Also die Idee ist natürlich, dass möglichst viele Menschen entweder die Überfahrt gar nicht antreten oder wenn, dass sie möglichst früh von der libyschen Küstenwache festgestellt werden, um dann zurückgeholt zu werden. Hier habe ich jetzt mal die Karte abgebildet. Die kommt jetzt auf der nächsten Folie nochmal in groß. Ich weiß nicht, vielleicht, also will ich das kurz darstellen, weil das ist vielleicht auch für den späteren Vortrag von Ruben ganz interessant. Also das sind die 3 wichtigen Seenotrettungszonen im zentralen Mittelmeer. Die obere, also um Italien rum, ist ja relativ gut zu erkennen. Die untere vor Libyen, und dazwischen liegt wie so ein Balken quer die maltesische. Da wird klar, dass also jedes Boot, was durch die
was Richtung Italien will, muss unweigerlich aus Libyen durch die maltesische Seenotrettungszone. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Konflikte. Das ist zum Beispiel offenkundig geworden bei den großen Bootsunglücken, die es 2013 gegeben hat, wo es auch Abstimmungsschwierigkeiten gab zwischen der maltesischen und der italienischen Küstenwache, wobei das jetzt wahrscheinlich verniedlicht ausgedrückt ist. Abstimmungsschwierigkeit, also keine wollte retten und hat es der anderen überlassen. Keine Seenotrettungsleitstelle. Dadurch sind hunderte Menschen ertrunken in zwei Unglücken. Und mit den Seenotrettungszonen, dazu muss man sagen, die libysche Regierung hatte sowas gar nicht. Die haben zwar die einschlägigen Konventionen unterzeichnet, haben die aber nie umgesetzt. Also haben weder eine Seenotrettungszone ausgerufen gehabt, noch hatten sie eine Seenotrettungsleitstelle, noch hatten sie die dafür notwendigen Bedingungen umgesetzt. Und damals hat das dann Italien mit übernommen gehabt, viele Jahre. Die EU hat dann Geld in die Hand genommen, das hat die italienische Küstenwache gekriegt, um Libyen dabei zu unterstützen, so eine Zone auszurufen. Das ist dann 2018 auch passiert. Und seitdem kann die EU eben sagen, naja, Libyen ist ja auch zuständig für die Seenotrettung in ihrer eigenen Zone. Also das ist so ein Taschenspielertrick so ein bisschen, weil nach Seerecht ist das so, dass man tatsächlich die zuständige Seenotrettungszone informieren muss, in der sich der Vorfall ereignet und die Benachbarten. Und deswegen muss jetzt qua Definition die libysche Seenotrettungszone informiert werden, aber eben nur deshalb, weil die EU das eben ins Werk gesetzt hat. Dazu muss man jetzt allerdings auch wiederum sagen, in Wirklichkeit gibt es die gar nicht, diese Seenotleitstelle. Ich arbeite zusammen auch hin und wieder mit EU-Abgeordneten und dann stellen wir auch Fragen zu dem Thema. Und wir haben sowohl die Kommission gefragt, wo ist denn eigentlich die Seenotrettungsleitstelle, die ihr finanziert habt in Tripolis? Die Kommission weiß es nicht. Dann haben wir den Rat gefragt. Der Rat, das sind die Mitgliedstaaten. Wo ist denn das Ding? Und auch der Rat weiß es nicht. Und offenbar ist das Geld versackt. Diese Seenotrettungsleitstelle gibt es nicht, also jedenfalls nicht die offizielle. Und jetzt wird wieder Geld ausgegeben, um so eine, sie nennen das containerbasierte Lösung, am Strand zu installieren. Also dass quasi die dann auch verlegbar ist. Hier auf der Folie steht unten noch Pullback statt Pushbacks. Diese Begriffe sind auch wichtig. Ich denke, die meisten werden das kennen. Pullback bedeutet Zurückweisung, also über eine an den Außengrenzen der EU, also Menschen werden zurückgewiesen, obwohl ihnen in einem anderen Staat Verfolgung drohen. Entschuldigung, das sind die Pushbacks und die Pullbacks ist eben, wenn man das der libyschen Küstenwache quasi überhalft hat, also wenn man die Leute zurückholen lässt auf Geheiß der EU, was im Prinzip genauso völkerrechtswidrig ist. Jetzt will ich ein paar Worte noch sagen zu den sonstigen Aufklärungsfähigkeiten von Frontex. Frontex betreibt seit 2014 Eurosur. Das ist ein Grenzüberwachungsnetzwerk, was alle EU-Mitgliedstaaten vernetzt. Am wichtigsten ist es natürlich für die Staaten, die eine EU-Außengrenze haben. Also deren EU-Außengrenze nicht nur ein Flughafen ist, sondern auch eine Landgrenze oder eine Seegrenze. Die Zentrale dieses Systems ist in Warschau. Und ich weiß nicht, ob ihr das zu Hause auf euren Rechnern groß genug kriegt auf diesem Bild, aber da sind so die Kontaktstellen von Eurosur, die nationalen Kontaktstellen dargestellt. Kannst du ruhig so lassen, ich kann es auch beschreiben. Die eben vernetzt werden mit dem gelben Punkt in Warschau. Und dann sieht man so Aufklärungsmittel da rumfliegen. Und da sind zum Beispiel Satelliten dabei, da sind aber auch Drohnen dabei und Flugzeuge. Und das ist im Kern die Aufklärungsfähigkeit von Frontex, die also über dieses Copernicus-System auf Satelliten basiert. Und zu den Drohnen und Flugzeugen komme ich später. Noch ein paar Worte zu den Satelliten. Also die EU hat eigene Satelliten, die sie ins All schießt. Also 6 steht da, ich glaube inzwischen sind 7, die schon im All sind. Beobachtungssatelliten, es kommt jetzt eine neue Generation. Und dann gibt es tatsächlich sowas wie eine Weltraumdatenautobahn, wer es nicht parat hat, aber so ein Satellit, der die Erde umkreist, wenn er mal weg ist, kann der auch nichts zu Boden funken und da sitzt dann quasi auf einem Gigabytes von aufgenommenem Material, was aber nicht zur Bodenstation kommt und dann hat Airbus so einen Relais-Satelliten, der also weit weg ist und so eine Verbindung über Laser generieren kann, also ein millionenschweres Gerät, also Projekt,
was steuerfinanziert ist, aber Airbus gehört. Frontex war der erste Kunde von dieser Weltraumdatenautobahn. Also viel Geld geht auch an Rüstungskonzerne, die diese Weltraumtechnologie besitzen. Hier ein paar Möglichkeiten für die Anwendung. Das ist auch aus einer Copernicus-Präsentation. Hier sieht man Marokko, die Grenze. Jetzt weiß ich leider nicht, ob es Ceuta oder Melilla ist. Also die spanische Exklave auf nordafrikanischem Kontinent. Und wozu dieses System genutzt wird. Also unter anderem kann man mit den Satelliten potenzielle Verstecke von Geflüchteten ausfindig machen, sagt jedenfalls diese Präsentation. Wichtiger ist, glaube ich, zu gucken, und das ist nämlich hier auch abgebildet, ein Flüchtlingslager, einfach zu gucken, wie groß das wird. Also welche Ausmaße das angenommen hat oder ob es sich vielleicht verlegt. Das sind ja alles irreguläre Lager. Und wie wir wissen, versuchen die Menschen von dort dann auch immer mal wieder über die Grenze zu kommen. So. Noch ein paar Worte zu den anderen Agenturen. Also es gibt ja noch zwei weitere Agenturen, die für die Meeresüberwachung zuständig sind. Frontex macht das zur Migrationsabwehr. Dann gibt es aber noch die Agentur für die maritime Sicherheit, die EMSA. Die ist im Prinzip dafür da, dass es den Schiffen gut geht, dass die nicht zusammenstoßen und genug Platz haben. Und die Fischereiaufsichtsagentur, das erklärt sich ja von selber, was deren Aufgaben sind. Nach der sogenannten Migrationskrise hat die EU beschlossen, dass diese drei Agenturen enger zusammenarbeiten zur Meeresüberwachung. Das macht aus dieser Sicht auch Sinn, weil die alle im Prinzip über diese Mittel verfügen, über die ich hier spreche, also Drohnen, Flugzeuge und Satelliten. Und wichtig ist hier die EMSA, die nämlich gleich danach, also 2016, angefangen hat, eine Drohnenflotte aufzubauen für die europäischen Meere. Zuerst im Mittelmeer, das Mittelmeer hatte Priorität. Und die EMSA-Drohnen werden nicht nur für die Küstenwachen, nicht nur für die Grenzüberwachung genutzt, sondern die werden zum Beispiel auch genutzt, um Ölfilme festzustellen, beispielsweise. Oder eben für die Sicherheit der Seeschifffahrt zu sorgen, aber eben auch für Angelegenheiten der Küstenwache. Das macht natürlich auch Sinn, weil wenn die sowieso fliegen, dann kriegen nämlich alle drei Agenturen die Informationen und können damit eben quasi machen, was sie wollen. Dieser Drohnendienst wird extrem ausgeweitet. Also die EMSA schließt immer wieder neue Verträge ab. So vereinfacht gesagt verdoppeln die sich jedes Jahr. Also das sind wirklich Dutzende von Millionen. Es ist, also EMSA und Frontex haben zusammen 300 Millionen schon ausgegeben seit 2015. 300 Millionen Euro für die Entwicklung und Bereitstellung von Drohnendiensten. So, jetzt zu Frontex. Also bei Frontex hat sich in den letzten fünf Jahren sehr viel getan. Es gab zwei wichtige Änderungen von Verordnungen. Das ist ganz normal, dass so eine Verordnung geändert wird. Das passiert auch in anderen Bereichen. Die werden einfach überarbeitet, angepasst. Und bei Frontex hat es natürlich einen politischen Hintergrund, dass man eben Frontex ausbauen und aufrüsten wollte. Die 2016er Verordnung hat bestimmt, dass Frontex eigene Ausrüstung beschaffen kann. Das ging vorher nicht. Ich habe ja mehrmals gesagt, Frontex sucht sich immer Ausrüstung aus den Mitgliedstaaten und auch Personal. Und da hat man manchmal das Problem, dass die versprochene Ausrüstung dann vielleicht nicht mehr zur Verfügung steht und dann woanders besorgt werden muss. Und deswegen wollte Frontex eben eigene Schiffe, eigene Fahrzeuge, eigene Flugzeuge haben. Das ist dann mit dieser Verordnung geregelt worden. Und die ersten Fahrzeuge, die sie sich angeschafft haben, waren Flugzeuge. Und die haben sie auch nicht selber gekauft, die haben sie geleased. Das sind also private Charterflugzeuge von Firmen, die auch sonst Dienste für die EU verrichten. In Militärmissionen überwachen zum Beispiel oder Geschäftsreisen, also einfach Reisen, also für Reisen gechartert werden können beispielsweise. Und auch diese Verträge, die 2017 begonnen wurden, verdoppeln sich regelmäßig. Und der derzeit ausgeschriebene Vertrag, Zweijahresvertrag, beträgt über 100 Millionen Euro. Also wirklich, 100 Millionen Euro, um mit diesen Flugzeugen an der Grenze lang zu fliegen, an den Außengrenzen. Zuerst hat davon Italien Gebrauch gemacht im Mittelmeer, und zwar als Ergänzung der Themis-Mission im Mittelmeer.
Italien hat ja auch eine eigene Mission, Mare Sicuro im Mittelmeer am Start. Und um die quasi mit Luftaufklärung zu ergänzen, hat die Regierung dann diese Flüge bei Frontex bestellt. Da steht Flüge ohne Transponder. Transponder sind Geräte, mit denen die Flugzeuge wichtige Daten übermitteln, also zur Position, zum Ziel oder zum Flugzeug an sich beispielsweise, zur Flughöhe, eben zur Flugsicherheit. Diese Transponder werden nach dem Start in der Regel ausgestellt, damit der Weg nicht verfolgt werden kann von den Flugzeugen über so Webseiten, die diese Daten abgreifen. Die Idee ist, dass Frontex dann die jeweilige Behörde, die die Flüge bestellt hat, in dem Fall wäre das die italienische Küstenwache, unverzüglich informiert, wenn irgendwelche Vorfälle festgestellt werden. Und auch hier wieder leisten diese Flüge direkte Beihilfe für Pushbacks oder Pullbacks. Ein Beleg dafür findet sich im Frontex-Jahresbericht 2018. Da hat der Frontex-Chef Fabrice Legerie nämlich gesagt, erst unsere Flüge mit diesem Luftaufklärungsdienst haben dazu geführt, dass die kroatische Polizei hunderte Menschen beim Grenzübertritt, also illegalen Grenzübertritt im Frontex-Sprech, festgestellt hat und dann einschreiten konnte. Und das 2018, zur Erinnerung, war jenes Jahr, wo Organisationen wie Border Violence Monitoring Network berichtet haben, wie hundertfach Menschen über die Grenze zurückgeschoben, also regelrecht geprügelt mit Hunden, Pfefferspray, Schlagstöcken werden. Und zu Ende gedacht hat dieser Frontex-Flugdienst dann offenbar dabei geholfen. So, Frontex hat auch schon seit 2016 versucht, Drohnen zu beschaffen. Man hat da verschiedene Pilotprojekte gemacht. Eins davon war mit dieser Drohne aus Israel, Heron 1. Die kennt man hier in Deutschland vielleicht. Das ist die gleiche Drohne, die die Bundeswehr fliegt, also auch zur Aufklärung seit 2010 in Afghanistan und jetzt auch in Mali. Und der Auftragnehmer ist aber nicht der israelische Hersteller, sondern der Auftragnehmer ist Airbus, der Hauptauftragnehmer für Frontex. Das sage ich deshalb, weil Airbus ganz viele Grenzüberwachungsprojekte der Europäischen Union quasi umsetzt und an vielen EU-Außengrenzen auch mit aller möglicher Technik, wie zum Beispiel auch in Tunesien, am Start ist und sich wirklich dämlich verdient mit EU-Mitteln oder auch mit Mitteln des deutschen Verteidigungsministeriums, die solche Sachen bezahlen. Und auch hier jedenfalls von der Frontex-Überwachung profitiert. Also Frontex hat lange an diesen Verträgen gearbeitet, hat Tests gemacht, hat auch eine erfolglose Ausschreibung gemacht. Und deswegen hat das eine Weile gedauert. Und seit Anfang Mai diesen Jahres ist jetzt eine Drohne von Frontex im Mittelmeer stationiert, und zwar in Malta. Und das ist ein Zweijahresvertrag, den Frontex da gemacht hat für 50 Millionen Euro. Und soll nur der Anfang sein. Also Frontex wird weitere Drohnen leasen. Zu der Drohne in Malta muss man sagen, mein Stand ist, dass es im Moment nur eine ist. Weil Frontex hat auch nur Flugstunden geleast. Also soweit ich weiß, ich glaube 2500 Flugstunden pro Jahr soll Airbus verrichten. Und so eine Drohne muss wie jedes Flugzeug auch gewartet werden. Also ist dann vielleicht auch mal ein paar Tage in der Werkstatt oder muss Probe geflogen werden. Und um für diesen Fall trotzdem Drohnenüberwachung umsetzen, durchführen zu können, vermute ich mal, dass Airbus eine zweite Drohne nach Malta oder irgendwo anders hinbringen wird, um dann von dort Flüge zu erledigen. Hier sieht man mal so ein Tracking, was die Drohne so macht. Es gibt also diese Tracking-Webseiten. Ich denke, viele von euch sind Nerds und kennen das. Also das hier ist zum Beispiel von dem italienischen Blogger Sergio Scandura, der offenbar nächtelang dankenswerterweise immer da sitzt und diese Flüge trackt. Also die Heron-Drohnen haben im Moment den Transponder noch an. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Art von Abschreckung, also um auch zu zeigen, was sie können. Und hier sieht man so ein Flugmuster, was ich ganz interessant finde. Das kann vielleicht Ruben später noch mal so ein bisschen runterbrechen.
so was ich so interpretieren würde, dass die Drohne erstmal einfach nur random so ein bestimmtes Suchmuster abfliegt, ob irgendwelche Vorfälle entdeckt werden. Und wenn sie dann entdeckt werden, dann kreist sie darüber oder macht andere bestimmte Flugbewegungen. Und was man auf jeden Fall auch sieht, ist, dass die Drohne vor der libyschen Küste unterwegs ist. Hier steht noch im letzten Satz, unklare Vergabe an Elbit. Elbit ist auch eine israelische Firma. Und wenn man sich den Vergabevertrag von Frontex mal anschaut, dann steht da, dass der an zwei Firmen vergeben wurde. Also an IAI und an Elbit. Das sind also israelische Konkurrenten. Die Hermes 900 kann auch bewaffnet werden. Ist bekannt zum Beispiel, dass sie in Gaza eingesetzt wurde vom israelischen Militär. Also für Frontex natürlich unbewaffnet. Und ich glaube aber, dass Elbit den Vertrag gar nicht bekommen hat. Und dass es entweder so gemeint war, dass es so eine Vertragskaskade ist sozusagen. Also erstmal kriegt das Airbus und wenn Airbus den Vertrag nicht umsetzen kann, dann wird er weitergereicht an Elbit. Oder Elbit konnte nicht nachweisen, dass ihre Drohne so wie vorgeschrieben funktioniert. Also ein Vertrag wird zwar vergeben, aber bevor der unterzeichnet wird, muss der Hersteller quasi eine Vorführung machen. Und solche Vorführungen können auch schiefgehen, wie das zum Beispiel bei einer Drohne aus Italien passiert ist, die Frontex eigentlich fliegen wollte. Die Emsa war das in dem Fall, glaube ich, und den Auftrag deswegen nicht antreten konnte. Also jedenfalls im Moment anscheinend nur eine Heron 1. Achso, machst du nochmal hin zurück. Also eine wichtige Sache ist noch zu sagen, nämlich die Ausdauer dieser Drohnen ist extrem viel höher als Flugzeuge. Also das ist auch der Sinn der Sache. In der Frontex-Anforderung stand, die Drohnen sollen mindestens 20 Stunden in der Luft bleiben können. Und man sieht das gerade, also die sind ja seit Anfang März dort. Und man sieht das, dass die sich langsam hochschrauben. Also im Moment liegen die bei 17 Stunden, das wird auch noch mehr werden. Technisch möglich sind laut Hersteller sogar 48. Also das kann durchaus noch weiter unter die Decke gehen. Und das ist so das Zwei- oder Dreifache, was ein Flugzeug schafft, bevor es mal wieder zum Tanken zurück muss oder dass die Pilotinnen und Piloten ausgetauscht werden. Und bei so einer Drohne ist das natürlich sehr viel einfacher. Ich will nur erwähnen, das finde ich ganz interessant, dass Elbit, also der Hersteller dieser anderen Drohne, letztes Jahr gezeigt hat, wie ihre Drohne anstatt mit 4 Raketen auch mit 4 Rettungsinseln ausgestattet werden kann und diese abwerfen kann. Drohnen könnten also theoretisch ein sehr praktisches Mittel zur Seenotrettung sein. Jetzt könnte man sagen, das wäre ja auch eine Forderung, dass also wenn Frontex schon Drohnen einsetzt, dann vielleicht zur Seenotrettung. Das ist natürlich eine zweischneidige Forderung, weil Frontex fliegt zum großen Teil eben in der Seenotrettungszone von Libyen. Und wenn diese Inseln dann dort abgeworfen werden, dann kann Frontex auch bequem sagen, man wartet halt, bis die libysche Küstenwache die Leute dann wieder von diesen Inseln runterpflückt und nach Libyen zurückbringt. Aber auf jeden Fall, diese Technologie gibt es. Hermes, also Elbit mit den Hermes 900 verkauft die angeblich auch an irgendeinen Kunden, der nicht genannt wird. Ich weiß gar nicht, wo das sein soll, aber fand ich etwas ganz interessant. Und vielleicht auch noch als Hinweis, weil wir über Luftüberwachung reden, macht derzeit wieder ein zweites Pilotprojekt, also das ist erstmal nur ein Test, dass man solche Aerostaten nennt sich das. Das ist so ein Zeppelin, der festgebunden ist an so einer 1 Kilometer langen Leine, über die er dann wochenlang fliegen kann und Aufklärungsdaten zu Boden funkt und das Gerät wird vor Samos getestet. So, schließen will ich mit der Verordnung von 2019, die Frontex instand gesetzt hat, eigenes Personal aufzubauen. Also mit der 2016er Verordnung ging es um Ausrüstung, mit der 2019er Verordnung um die sogenannte ständige Reserve. Das sollen insgesamt 10.000 Beamtinnen in 4 Kategorien werden. Diese Kategorien sind auf der nächsten Folie abgebildet. Die wichtigste, auf der übernächsten, aber ist egal, dann habe ich es hier gar nicht. Dann erzähle ich das. Die wichtigste Kategorie ist die Kategorie 1. Kategorie 1 sind 3.000 Beamtinnen und Beamte, die direkt Frontex unterstehen. Also die direkt, die kommen nicht mehr aus den Mitgliedstaaten, sondern die kriegen eine Frontex-Uniform. Die werden von Frontex bewaffnet und die sollen an der Grenze stehen.
Das ist jetzt für uns hier jetzt, wenn wir wollen ja heute Abend eigentlich über Luftaufklärung, Mittelmeer, Ägäis, Bedeutung für Seenotrettung reden, ist das jetzt vielleicht nicht so relevant, aber es ist sehr wichtig, weil Frontex dadurch extrem mächtig wird. Das ist die erste EU-Polizeitruppe, also Grenzpolizei in dem Fall, die bewaffnet ist, also die direkt von der EU bzw. von Frontex kommandiert wird. Ja, und zu guter Letzt noch ein paar Zahlen zu Frontex. Also der Frontex-Haushalt steigt enorm und im Moment hat die EU ihren aktuellen 7-Jahres-Haushalt verabschiedet. Das ist normal, also dass man so in diesen 7-Jahres-Perioden denkt bei der EU. Und Frontex kriegt 5,6 Milliarden in dieser Zeit. Das meiste Geld geht für die Grenztruppe drauf. Frontex kriegt ein neues Hauptquartier in Warschau. Also vergrößert sich auch sichtbar. Und es soll demnächst drei stellvertretende Direktorinnen geben. Und das wird sich dann aufteilen, dass einer dieser Direktorinnen dann auch nur für diese ständige Reserve, also für diese bewaffnete Grenztruppe zuständig sein wird. Ja, das so ein bisschen als Trockenübung, was da im Mittelmeer so los ist. Ja, vielen Dank, Matthias, für den Einblick. Und es ist auch nochmal sehr interessant für uns als Carlos, das zu hören, dass Frontex im Bosnien 2018 involviert war, denn dort waren wir auch beim humanitären Einsatz 2018 und haben dann teilweise auch Menschen versorgt, die die brutalen Pushbacks in Kroatien erlebt haben und dann wieder in Bosnien gelandet sind. Aber jetzt wird uns erstmal Ruben einen Einblick geben, was heißt denn das jetzt aktuell, die Tätigkeit von Frontex, was heißt das für Menschen auf der Flucht, wie beeinflusst das zum Beispiel auch Sie? Ja, also das ist ganz schön, dass Matthias gerade nochmal die Ressourcen angesprochen hat, die Frontex jetzt mit dem neuen wachsenden Budget dann auch zur Verfügung hat. Weil Frontex brüstet sich ja ganz gern damit, dass sie ja auch bei der Seenotrettung mithelfen. Also wenn wir die immer kritisieren, dann sagen die, na ja, aber wir helfen ja auch ganz viel bei der Rettung von Flüchtenden mit. Und wenn man sich dann aber anschaut, wie die Prioritäten so verteilt sind, dann wird das halt relativ deutlich. Also wenn wir zum Beispiel das Jahresbudget von dieser Grenztruppe von Frontex zur Verfügung hätten, dann wären wir, sofern man uns denn lassen würde, dazu in der Lage, ungefähr 500 Rettungsschiffe zu betreiben und entsprechend Luftaufklärung auch zu machen. Und wenn man sich das mal vorstellt, dann könnten wir das zentrale Mittelmeer eigentlich ganz gut abdecken und dann müsste da eigentlich niemand mehr ertrinken. Und dieses Jahr sind aber auch schon wieder über 700 Menschen im zentralen Mittelmeer ertrunken. Das zeigt, dass es ganz klar ist, wo da die Prioritäten liegen. Also man investiert das Geld lieber in irgendwelche fancy Drohnen, die dann halt dafür gedacht sind, Menschen aufzuspüren, bevor sie es eben an europäische Küsten schaffen. Also es ist ganz klar, dass hier die Europäische Union lieber Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt, als dass sie auf irgendeine Art und Weise eine europäische Grenze es schaffen zu überwinden. So, und was bedeutet das dann in der Praxis? Dazu muss man sich ein bisschen die Geschichte der Seenotrettung im zentralen Mittelmeer anschauen, wie das da so gelaufen ist. Also man weiß natürlich, das Mittelmeer ist ein großes Meer, aber gleichzeitig ist es auch gar nicht so groß. Wenn man das mit anderen Seegebieten vergleicht, ist das zentrale Mittelmeer eigentlich eine relativ überschaubare Angelegenheit. Nichtsdestotrotz ist es die tödlichste Grenze der Welt, also wo am allermeisten Menschen ertrinken. Und da muss man sich dann natürlich fragen, warum ist das so? Das ist deswegen so, weil dort Seenotrettung verweigert wird. Das war früher immer schon mal so. Dann gab es zwischendurch mal eine Phase, wo tatsächlich Seenotrettung stattgefunden hat. Das zeigt, man kann das auch machen, wenn man will. Das war nach den großen Bootsunglücken 2013, als Italien Mare Nostrum gestartet hat, eine Marinemission, bei der wirklich die Küstenwache und die Marine losgeschickt worden sind, um Menschenleben zu retten. Und die war auch sehr, sehr effektiv tatsächlich. So effektiv, dass dann innerhalb Frontex es Kritik an Italien gab, dass man vielleicht besser diese Seenotrettungsmission einstellt, damit dann eben nicht mehr so viele Menschen in Europa ankommen. So, was dann passiert ist, ist, dass als diese Marinemission eingestellt worden ist, dann auf Druck von Frontex auch
hat sich eben die zivile Seenotrettungsflotte aufgebaut. Damals 2015 sind wir noch mit der kleinen Sea-Watch 1 losgefahren und haben gesagt, wir wollen eben erstmal der EU zeigen, dass es möglich ist, dort Seenotrettung zu leisten, haben dann relativ schnell festgestellt, dass die EU diese Lücke nicht schließen wird und dass wir das selber machen müssen, haben dann tatsächlich auch es geschafft, 2016, 17 mit einer Vielzahl an Rettungsschiffen dort vor Ort zu sein und die Todesrate wirklich massiv zu senken. Zu diesem Zeitpunkt war aber auch die italienische Küstenwache noch aktiv, zumindest dann, wenn man eben einen Seenotfall gemeldet hat. Also wenn wir es geschafft haben, dort vor Ort zu sein und zu sagen, hier sind Menschen in Seenot, dann hat die Europäische Union eben auch Schiffe dorthin geschickt. Deswegen haben wir 2016 im Prinzip noch vor Frontex, bevor Frontex da richtig aktiv geworden ist, haben wir auch schon angefangen, da mit einer Luftaufklärungsmission an den Start zu gehen, weil wir gesagt haben, wir wollen sozusagen diese Boote in Seenot finden, damit dann eben interveniert werden muss. 2017 sind wir dann richtig kontinuierlich in den Einsatz gegangen mit einer Luftaufklärungsmission. Damals hat es anfangs noch funktioniert, dass wenn wir einen Seenotfall gemeldet haben, dass dann auch die europäischen Behörden reagiert haben, dass sie dann Rettungsschiffe dort hingeschickt haben. Und das hat sich 2017 dann irgendwann im Sommer relativ drastisch geändert. Das erste deutliche Zeichen dafür war Ostern 2017, als die zivilen Rettungsschiffe schlicht alleingelassen worden sind mit der Situation dort. Also davor war es öfter so, dass so kleinere zivile Rettungsschiffe so eine Erstversorgung gemacht haben, die aber eigentlich gar nicht dafür geeignet waren, die Leute dann nach Europa zu transportieren. Und da hat sich die Europäische Union dann einfach irgendwann nicht mehr drum gekümmert und dann damit die zivile Rettungsflotte ziemlich an die Kapazitätsgrenze gebracht. Und das hat sich dann eben immer weiter fortgesetzt, dass sich die Europäische Union immer weiter zurückgezogen hat. Gleichzeitig die sogenannte libysche Küstenwache aufgebaut worden ist, die dann eben die Menschen, wie es Matthias vorhin auch schon erklärt hat, nach Libyen zurückpult und die eben dorthin zurückbringt. Und da muss man sich halt mal ausmalen, was das für die Leute bedeutet. Das bedeutet, die kommen zurück in die Folterlager, aus denen sie geflohen sind. Und ich habe selber auf unseren Missionen mit den Schiffen schon mehrfach Menschen erlebt, die eben gesagt haben, lieber möchte ich hier auf See sterben, als dass ich zurück nach Libyen gebracht werde. Und auch das ist was, was tatsächlich passiert. Also das ist ein Thema, über das kaum geredet wird, aber es gibt regelmäßig Suizide, wo Menschen eben dann, wenn sie von der libyschen Küstenwache zurückgepult werden, wieder ins Wasser springen, um eben diesem Schicksal zu entgehen, dass sie eben nach Libyen in Folter, in unvorstellbar furchtbare Bedingungen zurückgebracht werden. Und deswegen ist eben ganz klar, dass das überhaupt gar keine Option sein kann. Das ist aber die Option, auf die die Europäische Union eben setzt. Man schickt eben keine Rettungsschiffe mehr in die libysche Such- und Rettungszone. Stattdessen hat man aber ganz massiv die Luftaufklärung aufgebaut, sodass eigentlich kaum ein Boot unentdeckt bleibt und dann eben versucht wird, die sogenannte libysche Küstenwache dazu zu bringen, dort zu retten oder zumindest das zu tun, was die Rettung nennen, weil es eben eigentlich keine Rettung in Einklang mit internationalem Recht ist. Es ist international ganz klar geredet, dass es das Zurückweisungsverbot gibt, also dass man Menschen, die aus einem Bürgerkriegsland wie Libyen geflohen sind, eben nicht dorthin zurückbringen darf. Und genau das ist das aber, was die libysche Küstenwache tut, und zwar explizit mit der Unterstützung von Frontex. Es gab jetzt gerade Recherchen, wo wir den Spiegel und verschiedene andere Medien dabei unterstützt haben, auch dieser Sache nachzugehen, weil der Chef von Frontex, Légerie, der hat das EU-Parlament darüber mehrfach auch belogen und hat gesagt, dass eben es keine direkte Kooperation mit der sogenannten libyschen Küstenwache gibt. Das stimmt nicht. Wir haben das mehrfach schon unter Beweis gestellt. Frontex versucht sich da immer rauszureden, aber tatsächlich ist das die letzten Jahre relativ deutlich geworden, dass sie da eben sehr häufig sehr direkt mit der libyschen Küstenwache zusammenarbeiten. Wir haben das 2019 schon dokumentiert. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass ich aus dem Flugzeug ein Boot der maltesischen Armed Forces beobachtet habe, wie die im Prinzip knapp
vor so einem Seenotfall, den wir auch schon entdeckt hatten, ein Schlauchboot, das seit drei Tagen unterwegs war, wo die Leute wirklich am Dehydrieren waren, beobachtet hat und nicht eingeschritten hat. Und gleichzeitig ein europäisches Flugzeug von Frontex, eins von diesen Ospreys, die auch schon in der Präsentation von Matthias waren, dort über diesem Seenotfall kreiste und dann auch sich verplappert hat am Funk und gesagt hat, dass sie diese Menschen dort seit Stunden beobachten. Und auch dieses Schiff der maltesischen Streitkräfte dort stundenlang vor Ort war, ohne einzugreifen. Warum haben die das gemacht? Weil sie natürlich auf die libysche Küstenwache gewartet haben. Und das war noch nicht mal in der libyschen Such- und Rettungszone, sondern es war in der maltesischen Such- und Rettungszone, wo also wirklich ganz klar ist, dass es da eine europäische Verantwortung gibt und dass eigentlich diese Menschen sowohl nach Seerecht als auch nach verschiedenen anderen Rechtsnormen, also es gibt ja auch den Straftatbestand der unterlassenen Hilfeleistung, hätten die also unmittelbar von der maltesischen Küstenwache bzw. diesem Militärschiff dort gerettet werden müssen. Das ist nicht passiert. Das Brisante an diesem Fall ist, dass das der Tag war, als Carola Rakete mit der Sea-Watch 3 zu einer Rettungsmission auch schon unterwegs war und wir da in Funkkontakt standen mit der Sea-Watch 3 und der natürlich auch die Informationen über diesen Seenotfall gegeben haben und die explizit angewiesen worden ist, dort nicht hinzufahren. In dem Fall war das dann so, dass wir nach mehreren Stunden, die wir das beobachtet haben und da immer wieder hingeflogen sind, schließlich die Malteser überzeugen konnten, diese Leute an Bord zu nehmen. Das hat aber nur geklappt, nachdem wir denen mehrfach gesagt haben, dass wir das alles auf Video aufzeichnen, dass wir auch aufgezeichnet haben, dass sie ein Rettungsschiff angewiesen haben, dort nicht hinzufahren und dass wir das eben dokumentieren und öffentlich machen werden. Da war dann der Punkt, wo die sozusagen gesagt haben, okay, jetzt retten wir die. Und das ist aber auch schon wieder 2 Jahre her und über diese 2 Jahre ist Frontex und die maltesische Rettungsleitstelle immer dreister geworden in ihrer unterlassenen Hilfeleistung und in ihrem Informationen weitergeben an die libysche Küstenwache. Ich habe da 2 Beispiele selber erlebt bei einer Rettungsoperation im letzten Sommer, bei der ich an Bord von einem Rettungsschiff war, wo es zunächst so war, dass es einen Seenotfall gab, der uns auch gemeldet worden ist vom Watch Limit Alarm Phone. Das Problem ist aber, das war bei Nacht. Und bei Nacht ist es natürlich so, dass man sehr wenig sieht von dem Schiff aus, dass man nicht so richtig weiß, wo dieses Boot dann ist. Vor allem, weil es auch so war, dass dann das Alarmphone dieses Boot nicht mehr erreicht hatte auf dem Satellitentelefon und die Position, die die hatten, schon ein bisschen älter war, weil so ein Boot bewegt sich ja auch und wenn dann die irgendwo angerufen haben, zwar beim Alarmphone, was ja so eine unabhängige Notrufnummer ist, wo ja eben Flüchtende, wenn sie in Seenot geraten, sich melden können und dann Druck ausgeübt werden soll auf die Behörden, dass die dann auch tatsächlich Rettung einleiten. Diese Position war auch schon so ein bisschen älter. Wir haben dann dieses Boot eben gesucht, wussten aber nicht so genau, wo das letztlich unterwegs sein würde. Und zeitgleich war ein europäisches Aufklärungsflugzeug dort auch vor Ort im Einsatz. Die haben eben der libyschen Küstenwache die Position gegeben. Dieses Aufklärungsflugzeug ist ja ausgestattet mit so einer Infrarotkamera. Das bedeutet, dass auch im Dunkeln aufgrund von der Wärmeabstrahlung die so ein Schlauchboot dann finden können, was wir eben nicht finden. Und was sie dann machen, was ganz interessant ist, ist die normalerweise würde man davon ausgehen, dass in so einem Fall die Position von diesem Boot per Funk kommuniziert wird. In dem Fall geben die aber immer nur Bearing and Distance, also den Steuerkurs, den ein Schiff fahren muss, und zwar das der libyschen Küstenwache, und sozusagen die Distanz zu dem Seenotfall an, weil die eben nicht wollen, weil die explizit verhindern wollen, dass eben andere Rettungsschiffe, die besser dazu in der Lage wären, dieses Boot zu retten, dann eben dorthin fahren. Also wenn man sozusagen dann nicht die Position von der libyschen Küstenwache auch weiß, weil die zum Beispiel außerhalb der eigenen Radarreichweite sind, dann hat man keine Chance,
rauszufinden, wo dieses Boot eigentlich ist. Obwohl da ein Flugzeug vor Ort ist, das offensichtlich diesen Seenotfall sieht, obwohl auch ein Rettungsmittel, das geeignet ist, das besser ausgestattet ist als die libysche Küstenwache, das dazu in der Lage wäre, eine Rettung in Einklang mit internationalem Recht durchzuführen. Das wird dann eben nicht informiert, weil die Priorität von Frontex eben ganz klar ist, direkt mit der libyschen Küstenwache zusammenzuarbeiten und die Menschen eben dort in unhaltbare Zustände nach Libyen zurückzubringen. Und genau das haben wir eben seit 2019 relativ regelmäßig und relativ lückenlos dokumentiert. Und in vielen Fällen war das eben auch unterlassene Hilfeleistung mit Todesfolge. Also es gibt einige Beispiele, zum Beispiel aus dem Mai 2019 schon, da hatten wir das dokumentiert, wie ein italienisches Kriegsschiff weggefahren ist von einem Seenotfall, wo ein Schlauchboot gerade auseinandergebrochen ist, wo Menschen wirklich im Wasser waren und dann sie sozusagen aktiv sich davon entfernt haben, um dann der libyschen Küstenwache zu ermöglichen, die Überlebenden zu retten. Und da sind eben eine unbekannte Anzahl von Menschen dabei ums Leben gekommen. Und das ist aber genau die Taktik, die die Europäische Union und die auch Frontex dabei fährt. Und was sie dann aber machen, ist halt, dass sie sagen, ja, wir sind ja nicht zuständig. Es ist ja nicht unsere Zuständigkeit. Es ist ja Libyen zuständig. Also sie versuchen sich da so rauszureden. Da muss man aber ganz klar sagen, dass das halt Ausreden sind, die man nicht gelten lassen kann, weil das eine ist zu sagen, naja, man schickt dort nicht aktiv Ressourcen hin, weil zum Beispiel ein anderer Staat, in dem Fall Libyen, zuständig ist. Und das andere ist aber aktiv Rettung zu verhindern von Rettungskräften, die dort vor Ort sind, wo es eben eine ganz klare Verpflichtung nach internationalem Recht gibt, dafür zu sorgen, dass da eben eine Rettung stattfindet und zwar mit den bestmöglichen Ressourcen. Und das tut Frontex eben nicht. Also das ist da wirklich mehrfach evident und bewiesen, dass Frontex eben alles tut, um Rettung zu verhindern und stattdessen diese Leute dort zurückzubringen. Wir sind da dran mit unserer Luftaufklärungsmission immer wieder zum einen zu schauen, dass sich das ändert, also dass wir Informationen dann auch zur Verfügung stellen an Rettungskräfte, die dort retten können und zum anderen aber auch zu dokumentieren, was dort passiert. Wir haben auf unserer Website, auf seawatch.org, die Berichte, die Reports von unserer Airborne Operation online gestellt. Also wen das genauer interessiert, da haben wir diese ganzen Fälle auch nochmal aufgeschrieben und dokumentiert. Das könnt ihr euch online anschauen und da die ganzen Details dazu nachlesen. Und gleichzeitig versuchen wir dann eben selber Rettung einzuleiten, weil es halt niemand anderes macht. Nämlich auch noch ein bisschen was Positives zu sagen ist, dass es uns teilweise auch gelingt, zum Beispiel Handelsschiffe dann zu informieren, dass die dann retten. Also dass trotz diesen ganzen Bemühungen von Frontex eigentlich geheim zu halten, was da auf dem Mittelmeer passiert, auch mitunter durch unsere Luftaufklärungsmissionen und durch andere zivile Rettungsmissionen und vor allem auch die Arbeit von Alarmphone, die Zivilgesellschaft es schafft, irgendwie in diese Blackbox Mittelmeer ein bisschen Licht reinzuscheinen und zu gucken, was Frontex da so treibt. Und letztlich ist es ja tatsächlich auch so, dass das aktuell Frontex ganz massiv auf die Füße fällt. Also dass es jetzt im Europäischen Parlament einen Untersuchungsausschuss gibt, dass im Prinzip verschiedene EU-Behörden gegen Frontex ermitteln und dass Lecherie sich für das, was er da an Verbrechen zu verantworten hat und was seine Grenztruppe, was Frontex im Allgemeinen an Verbrechen zu verantworten hat, jetzt rechtfertigen muss, dass es da jetzt Untersuchungen gibt. Das ist ein Erfolg der Zivilgesellschaft, die eben nicht wegschaut, die eben ganz genau hinschaut, sowohl mit Initiativen wie Alarmphone, die halt mit den Leuten direkt in Kontakt stehen, als auch dann zum Beispiel Luftaufklärungsmissionen wie die von uns, aber auch eben unzählige JournalistInnen, die
die da recherchieren und auch Initiativen wie zum Beispiel Frag den Staat, die da eben immer wieder hintertrein sind, dass man eben an die Daten rankommt, die Frontex da erhebt. Durch dieses zivilgesellschaftliche Engagement ist es ja gelungen, Frontex massiv unter Druck zu setzen. Und ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen darüber sprechen könnten, was wir vielleicht tun können, um die weiter unter Druck zu setzen und Frontex im besten Fall abzuschaffen, weil ich glaube, dass es keinen Nutzen für diese Agentur gibt. Und wie ich ja eingangs erwähnt habe, würden mir einige Dinge einfallen, die man mit diesem massiven Budget besser machen könnte. Und ich sag mal so, wenn wir eine Fähre eingesetzt kriegen würden zwischen Tripoli und Sizilien, auf die Geflüchtete auch rauf dürfen würden, dann bräuchten wir hier überhaupt keine Überwachung vom Mittelmeer, weil dann würden da gar nicht so viele Seenotfälle auftreten, weil das ist mir auch nochmal ganz wichtig zum Schluss zu sagen. Diese Leute auf den Booten, die sind da ja nicht freiwillig, sondern die sind da, weil die Europäische Union sie dazu zwingt, weil eben Organisationen wie Frontex jede andere Möglichkeit zunichte machen, irgendwie diese Grenzen zu überwinden und damit das Grundrecht auf Asyl auch ad absurdum geführt wird, weil wie soll ich denn Asyl beantragen, wenn ich keine einzige Möglichkeit habe, irgendwie in die Europäische Union zu kommen, ohne dabei mein Leben zu riskieren. Und genau, das ist sozusagen unsere Forderung, für die wir letztlich auch gerade eine Kampagne heute gestartet haben. Das ist vielleicht auch interessant für alle. Wir haben jetzt heute eine Kampagne gestartet. Da geht es darum, dass Menschenrechte unverhandelbar sind. Die findet ihr auf unverhandelbar.jetzt. Das ist eine Kampagne, die wir mit ganz verschiedenen Organisationen gestartet haben, wo wir uns an die Bundesregierung richten, wo wir uns an die jetzige Bundesregierung zum einen richten, aber auch an die nächste und eben ganz klar sagen, im September wird gewählt und für uns sind Menschenrechte unverhandelbar und mit uns, mit der Zivilgesellschaft, kann es eben so nicht weitergehen. Da muss Schluss sein mit den Lagern in Moria und es muss Schluss sein mit diesen menschenverachtenden Frontex-Einsätzen, die eben wirklich im zentralen Mittelmeer über Leichen gehen und eben alles tun, damit die Leute zurückgepusht werden. Also schaut da mal drauf auf die Seite. Menschenrechte sind unverhandelbar. Danke, Ruben. Ja, krass, aber gut zu hören, dass es jetzt solche Initiativen gibt und dass es einen Untersuchungsausschuss gibt. Im Chat sind jetzt ein paar Fragen aufgetaucht. Da nochmal ganz konkret die Frage, gibt es eine Möglichkeit, wie sich Betroffene wirklich rechtlich gegen so Pushbacks oder Pullbacks wehren können, also abgesehen von dem öffentlichen Auge da drauf, also gibt es da ganz konkrete Ansprechpartner, wo sie sich hinwenden können auch? Das ist tatsächlich ein interessantes Thema. Tatsächlich ist es so, dass wir immer wieder versuchen, ja, Menschen auch zu helfen, sich vor Gericht zu verteidigen gegen diese Maßnahmen der Europäischen Union. Sea-Watch hat zum Beispiel einen Rechtshilfefonds, wo wir auch Gerichtskosten bezahlen im Fall von Kriminalisierung von Flucht zunächst. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass es verschiedene Organisationen gibt und wir da auch zum Teil in der Vergangenheit schon vermittelt haben, wenn es darum geht, irgendwie dann Verfahren aufzusetzen. Es gibt gerade eine neue Organisation, die heißt Frontlex. Das sind verschiedene AnwältInnen, die versuchen, Verfahren gegen Frontex und gegen die Europäische Union da aufzusetzen. Das Problem ist oft, gerade im zentralen Mittelmeer, dass die Leute dann eben wieder in Libyen zurück sind. Also in der Ägäis gibt es relativ viele Fälle, die eben sehr gut dokumentiert sind, wo man an die Überlebenden dieser Übergriffe eben auch herantreten kann und denen ja letztlich ihre rechtlichen Optionen offenlegen kann. Wenn die Menschen halt nach Libyen zurückgebracht werden, ist es oft sehr schwer, an die Leute überhaupt ranzukommen und überhaupt dafür zu sorgen, dass die über ihre Möglichkeiten wissen. Und gleichzeitig ist es eben auch für die oft ein Risiko. Also wenn man halt gegen die Europäische Union vorgeht und aber noch in Libyen sitzt,
und da möglicherweise bedroht wird, ist es eben nicht ganz so einfach. Nichtsdestotrotz gibt es einige sehr mutige Geflüchtete, die diesen Weg eben gehen, und da versuchen wir, die eben auch dabei zu unterstützen. Wir haben zum Beispiel aktuell anhängig vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof eine Klage gegen unter anderem Italien wegen einem Seenotfall, wo die sogenannte libysche Küstenwache eben unter italienischer Koordination einen Pushback durchgeführt hat wo verschiedene EU-Schiffe unmittelbar in der Nähe waren und auch nicht eingegriffen haben. Das war schon 2017, und diese Klage ist immer noch anhängig. Also es ist durchaus so, dass wir versuchen, solche Verfahren auch an den Start zu bringen. Das ist aber nicht immer ganz einfach. Es gibt noch einige Fragen im Chat, aber habt ihr denn beide letztendlich Fragen aneinander? Ich habe zwei Fragen im Kopf, die mir zwei Freundinnen gesagt haben, gestellt haben, wo ich aber selber gar keine Antwort drauf habe. Die eine ist zum Beispiel, dass Frontex, also die Drohne von Frontex offenbar, also in Malta, die startet ja dort von dem internationalen Flughafen. Das ist der einzige Verkehrsflughafen in Malta, soweit ich weiß. Da wird der gesamte Luftverkehr angehalten, wenn die Drohne startet oder landet. Und das dauert dann auch eine halbe oder dreiviertel Stunde. Das heißt, auch sämtliche, also der gesamte Flugverkehr kommt dazu mal liegen. Der Hintergrund ist der, dass es offensichtlich keine Fluggenehmigung gibt im allgemeinen Luftraum. Das ist so ein großes Problem, wo die Drohnen bzw. deren BetreiberInnen gerade davor stehen, also dass die halt in eigens reservierten Lufträumen fliegen müssen, weil es noch keine Ausweichsysteme gibt oder die noch nicht lizenziert sind. Und jetzt weiß ich nicht, ob das eine einmalige Geschichte war oder nicht. Aber das jedenfalls nochmal ganz interessant. Und ich weiß, dass von euch weiß ich, dass das zum Beispiel in Sizilien bei den Pilotprojekten ja auch so war. Das wäre die eine Frage. Und die andere, ob sich irgendwie ein Zusammenhang herstellen lässt zwischen dem Frontex-Flugdienst, egal ob jetzt bemannt oder unbemannt, diese Worte zu benutzen, ob sich irgendein Zusammenhang finden lässt. Ob die Drohnen eher rausfliegen, wenn auch Rettungsschiffe zum Beispiel auf See sind, um die zu kontrollieren, oder um sich dann keine Untätigkeit vorwerfen zu lassen, beispielsweise, oder umgekehrt, also ob man da irgendwelche Korrelationen sieht. Also zu der ersten Frage, das ist tatsächlich so, wir hatten das in Lampedusa regelmäßig, wo ein Testprojekt mit einer Drohne stationiert war, was uns mit unserer Luftaufklärungsmission auch häufig in Probleme gebracht hat, weil wir da nicht starten oder landen konnten, weil halt gerade diese blöde Frontex-Drohne irgendwie darum geschwirrt ist. Ich denke, dass das in Malta jetzt ähnlich sein wird, und das zeigt halt mal wieder, wo die Prioritäten liegen, und dass es Malta wichtiger ist als alles andere, eben Menschen nicht aus Seenot zu retten. Malta ist wirklich, da muss ich noch mal kurz rein, Malta ist wirklich ein verbrecherischer Kleinstaat da im Mittelmeer, der wirklich vor nichts zurückschreckt, wenn es darum geht, Menschen entweder am besten gleich ertrinken zu lassen oder wenigstens nach Libyen zurückzubringen. Die haben gerade da mehrere Verfahren auch anhängig, weil sie zum Beispiel Ostern letztes Jahr unterlassene Hilfeleistungen begangen haben in mehreren Fällen und dann so Schiffe extra angemietet haben, die Menschen zurück nach Libyen gebracht haben, die über 3 Tage da eben treiben gelassen worden sind und in Malta vor Gericht stehen, also die maltesische Rettungsleitstelle, die das angewiesen hat, und die maltesische Regierung, weil das sozusagen nicht mehr klar geht. Also bei denen ist die Priorität einfach, dass da niemand ankommt. Was ganz interessant war, kürzlich gab es eine Meldung, da ist dann tatsächlich
ein Amerikaner in Seenot geraten mit seiner Yacht in der maltesischen Such- und Rettungszone. Und da haben die natürlich innerhalb von kürzester Zeit reagiert einen Helikopter losgeschickt und alles getan, um eben diese Person sofort zu retten. Und das zeigt halt auch wieder, dass es möglich ist und dass der einzige Unterschied, ob man innerhalb von einer Stunde Rettungsmaßnahmen losgetreten bekommt oder ob das irgendwie 3 Tage dauert und man in den Bürgerkriegsland zurückgebracht wird und da unterwegs schon mehrere Leute gestorben sind. Das hängt dann halt davon ab, ob man halt eine weiße Hausfarbe und einen amerikanischen Pass oder halt eine schwarze Hautfarbe und möglicherweise gar keinen Pass hat. Und das ist eben wirklich heftig und da sieht man halt mal wieder, dass Malta da wirklich alles egal ist. Was die andere Frage angeht, ob man da irgendwelche Pattern beobachten kann, dass die zum Beispiel mehr fliegen, wenn Rettungsschiffe im Einsatz sind. Ich glaube, dafür ist es wichtig zu wissen, dass die Rettungsschiffe der zivilen Rettungsflotte zwar natürlich, wenn sie vor Ort sind, Seenotfälle retten und dann auch Menschen aufnehmen, die halt in seeuntauglichen Booten dort unterwegs sind, dass das aber immer noch eigentlich ein kleiner Teil ist, verglichen mit den Booten, die auf andere Art und Weise in Europa ankommen. Also die es entweder selber zum Beispiel bis nach Lampedusa schaffen oder die dann eben so weit nach Norden kommen, dass irgendwann die italienische Küstenwache zum Beispiel die dann aufnimmt. Da ist auch ganz interessant, dass die Malteser teilweise den Booten dann noch neuen Sprit geben. Also wenn so ein Boot zum Beispiel wegen Spritmangel in der maltesischen Such- und Rettungszone liegen bleibt und die es gerade nicht schaffen, die libysche Küstenwache ranzubekommen, dann geben sie denen teilweise Sprit, dass sie nach Italien weiterfahren. Also Hauptsache, sie kommen nicht in Malta an. Das ist also auch ganz interessant, irgendwie so als Side Note. Aber tatsächlich ist es eben so, dass ein Großteil der Menschen nach wie vor selber ankommt. Und deswegen ist es eigentlich so, dass die vor allem dann fliegen, auch wenn wir nicht unterwegs sind, genauso häufig wie wenn wir unterwegs sind, weil die eben versuchen, dafür zu sorgen, dass halt möglichst viele Leute möglichst frühzeitig von der libyschen Küstenwache aufgegriffen und wieder zurückgebracht werden. Also dass die gar nicht erst das irgendwie in europäische Zuständigkeit schaffen. Genau. Es gibt jetzt hier ein paar Fragen bezüglich der Flugzeuge, der Frontex-Flugzeuge und der Drohnen. Ich stelle die mal in die Runde. Lässt sich feststellen, ob an einem bestimmten Zeitpunkt das Tracking von Frontex-Flugzeugen zugenommen hat? Und gibt es dafür Gründe? Außerdem... Das Tracking oder das Abstellen des Trackings? Die Frage ist nach dem Tracking von Frontex-Flugzeugen. Also kann ich nicht sagen. Also ich verfolge es nicht tagesaktuell. Also mir ist nur der Unterschied aufgefallen, dass es bei den Drohnen im Moment nicht abgeschaltet wird, die Transponder. Also die sind trackbar. Und bei den Flugzeugen ist das ja praktisch kaum noch. Also manchmal schon, gerade ist ein Flugzeug in der Frontex-Mission, was glaube ich in Themis eingesetzt ist, Richtung Spanien, offensichtlich zur Aufklärung geflogen, um dort dann vielleicht bei der Inderloh-Mission zu helfen. Dieses Flugzeug ließ sich tracken, aber das war vermutlich auch eher der Weg dahin das Wichtige. Also beziehungsweise wichtig im Sinne von, um auch zu zeigen, dass man aktiv ist. Nee, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Du? Ja, also es ist ein bisschen komplexer. Es ist tatsächlich so, dass Frontex eigentlich ihre Transponder nicht ohne weiteres abschalten dürfte. Ist aber dann auch immer eine Abdeckungsfrage, wo hat man irgendwie eine Bodenstation, die Daten empfängt. Tatsächlich ist es häufig so, dass wir die nicht getrackt kriegen. Ja. Erklär doch nochmal das System von diesen ADS-B-Transpondern. Ja, es ist tatsächlich so, dass es gibt eben verschiedene Transponder, die in so einem Flugzeug eingebaut sind. Es ist tatsächlich so, dass die eigentlich verpflichtet sind, sozusagen, um Kollisionen zu vermeiden, eben auf bestimmten Transponderfrequenzen zu senden, sodass halt dann die Luftraumüberwachung gewährleistet ist und die kann man natürlich empfangen.
Man kann sie vom Boden empfangen und man kann sie vom Satellit per Satellit empfangen. Genau, man kann sie auch mit dem Satelliten abtasten. Also es gibt halt, das sind halt einfach ganz normale Radiowellen letztlich, die, die man mit irgendeinem Empfangsgerät, das dazu in der Lage ist, das abzutasten, dann eben empfangen kann. Und darüber müssten die eigentlich trackbar sein, sind sie zum Teil nicht. Man kann so einen Transponder natürlich auch abstellen im Flugzeug. Das ist auch so ein bisschen so, dass im libyschen Luftraum manchmal halt alle machen, was sie wollen. Also es ist, würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn die ihre Transponder einfach zwischendurch abstellen. Eigentlich dürften sie es nicht. Frontex sagt dazu, dass sie das machen, weil es halt einfach sensible Einsatzdaten sind. Und wenn man sehen würde, wo die Flugzeuge gerade fliegen, könnten sich Menschen quasi danach richten und danach ihre Handlungen ausrichten. Irgendwie so ist das Wording. Ja, genau. Also ich meine, das ist ja so, wir haben ja auch eine Möglichkeit zum Teil Frontex zum Beispiel mit unserem Radar auf dem Schiff zu tracken. Also das Radar auf dem Schiff, das sieht auch ein Flugzeug, wenn es in der Nähe ist. Und wenn dann natürlich ein Frontex einen Kreis macht, dann wissen wir auch, dass da was ist. Aber solange wir halt nicht dazu in der Lage sind, das zu tracken, sobald die aus unserer Radar-Range raus sind, bringt uns das halt nicht so viel. Und da wäre es natürlich schön, wenn die ihre Transponder anhätten. Aber dazu habe ich auch noch mal kurz eine Frage. Und zwar, also diese Transponder, also vielleicht muss man das auch noch mal deutlicher sagen, die über den Boden, die Daten, die über den Boden empfangen werden, das ist halt so eine internationale Community von Freaks, die sich eben so Empfänger bauen. Das ist paar Euro kostet sowas, sind relativ leichte Anleitungen, mit denen man die dann empfangen kann, diese Daten, allerdings auch nur im bestimmten Umkreis und dann einspeisen kann ins Internet und so entsteht halt, wenn da, weil das viele machen, eben so ein Mapping, aber du hast ja auch schon gesagt, an vielen Orten sitzen eben solche Leute nicht, die werden dann eben nicht abgedeckt, aber soweit ich weiß, betreibt die EMSA ja eben auch so einen Satellitendienst, um quasi diese Transponder nicht terrestrisch zu empfangen, sondern eben per Satellit. Deswegen haben die Drohnen, soweit ich weiß, auch diese Antennen oben. Man sieht das also eigentlich ganz gut, diese IS-Transponder. Aber die Daten der EMSA sind dann nicht öffentlich, oder? Also zumindest wäre es mir nicht bekannt. Falls wer irgendwie Daten findet, nehmen wir gerne. Also falls hier irgendwie Nerds zuhören, die uns Frontex-Flugzeuge tracken, wäre das sehr hilfreich. Her damit. Immer her damit, genau. Ja, das ist tatsächlich auch eine Frage aus dem Chat, ob es technische Mittel gibt, die NGOs auf dem Mittelmeer sich besonders wünschen. Was kann die Hacker-Maker-Community dazu beitragen? Ja, also tatsächlich alles, was uns Licht in diese Blackbox bringt, hilft. Und da Frontex ja selber dort sehr aktiv ist und da das Mittelmeer ausleuchtet, allerdings mit Infrarot, eine Frequenz, die wir nicht sehen können. Nee, es ist tatsächlich so, die sind wesentlich besser ausgestattet als wir. Wir hätten auch gerne Infrarotkameras an unseren Flugzeugen, dann könnten wir nämlich auch nachts fliegen. Die sind aber sehr, sehr teuer. Das ist was, wozu wir bisher nicht in der Lage sind. Plus, was auch noch ein Problem ist, ist, dass viel von dem Zeug, was man sich unter so ein Flugzeug hängen kann, ist irgendwie ausfuhrgenehmigungspflichtig, weil man, wenn man Systeme hat, die sehr genau bei Tag und Nacht Entfernungen bestimmen können und Bilder machen können, dann kann man damit halt auch Waffensysteme betreiben. Deswegen gibt es da sehr viel fancy Technologie, die sehr hilfreich wäre, die für uns aber nicht zugänglich ist. Was ein Problem ist, ist, dass das Zeug halt immer zugelassen sein muss, wenn wir es an unseren Flugzeugen einsetzen, weil die Regularien da sehr streng sind. Aber wenn da jemand Ideen hat, wie man das irgendwie hinkriegen könnte, dass wir da zum einen unsere eigenen Aufklärungskapazitäten verbessern können oder aber auch, wie man das hinkriegen kann, dass man halt Frontex irgendwie trackt. Die haben auch einen Downstream, also wer den hackt, der hat einen Kasten Bier bei mir gut auf jeden Fall. Also es ist nämlich so, dass die so ein System haben, was letztlich Live-Videodaten nach Warschau überträgt. Dieser Video-Downstream muss ja irgendwo zu haben sein. Also wer den hackt, das wäre geil.
Und wie schaut es aus mit einem Drohnen? Wäre sowas sinnvoll? Hättet ihr gerne sowas? Also da gibt es ja tatsächlich ein Projekt, Searchwing heißt das. Das ist ziemlich cool. Da sind mittlerweile mehrere Gruppierungen dran, die sich zusammengetan haben, kamen ursprünglich aus dem CCC-Umfeld, die eben versucht haben, Drohnen zu bauen, die man vom Schiff aus starten kann. Die sind auch weiter dran und wir freuen uns da sehr über diesen Einsatz, weil wenn die irgendwann so weit sind, dass man damit was reißen kann, dann ist das richtig gut. Ansonsten haben wir ja gesehen, das ist relativ schwierig. Man muss dann irgendwie, wenn man größere Drohnen haben will, muss man da irgendwie internationale Flughäfen dicht machen, damit die starten und landen können. Und dann muss man da Genehmigungen für haben und Lufträume kriegen und so. Also so größere Drohnen, das wird wahrscheinlich schwierig, weil es ist ja wieder so, also ich meine, wir könnten ja viel machen. Es ist ja auch nicht so, als dass wir nicht irgendwie eigentlich ungefähr 10 zivile Rettungsschiffe aktuell hätten. Dass maximal eins davon im Einsatz zu den meisten Tagen hängt ja nicht damit zusammen, dass wir nicht könnten, dass wir nicht irgendwie die technischen Möglichkeiten hätten, dort mehr Rettungsmittel an den Start zu bringen, sondern wir werden halt nicht gelassen. Wie sieht es denn aus mit Moonbird und Seabird? Die Flugzeuge, sind die gerade im Einsatz oder sind die auch? Die gehen jetzt wieder in den Einsatz. Wir hatten jetzt gerade eine kleinere Pause, weil wir unsere Mission so ein bisschen neu aufgestellt haben. Aber die gehen jetzt wieder in den Einsatz. Es ist immer wieder so, dass uns da Steine in den Weg gelegt worden sind in der Vergangenheit. Also es wird jeder Grund genommen, uns zu grounden. Es gibt eigentlich zum Beispiel auch Flugzeuge, die für den Einsatz geeignet sind, die sehr viel billiger im Betrieb sind, die aber dann zum Beispiel Ultraleichtflugzeuge sind. Damit dürfen wir nicht mehr fliegen, das wird uns quasi komplett verboten. Dadurch ist ein Flugzeug, mit dem wir 2019 noch super viele Missionen geflogen haben, mittlerweile nicht mehr einsatzfähig, also von einem Kooperationspartner. Moonbird und Seabird gehen jetzt wieder an den Start. Aber auch da ist es so, dass wir eben wirklich in einem sehr, sehr schmalen, engen Korridor arbeiten. Und es immer wieder so ist, dass wir dann wochenlang gegroundet sind, weil sie sich wieder irgendwas Neues ausgedacht haben und wir dann erstmal wieder unsere AnwältInnen losschicken müssen, um wieder durchzuklagen, dass wir da wieder fliegen können. Nochmal zurück zu Frontex. Hier gibt es noch eine Frage. Ist die aktuell in Malta stationierte Drohne Heron 1 schon nachweislich in einem Seenotrettungsfall involviert gewesen? Und was beinhaltet die Umsetzung durch Airbus? Kannst du da noch was sagen? Also ich kann das nur von dem Tracking nachvollziehen. Das müsste man jetzt vielleicht mal konkreter, so eine Frage an jemand von der Organisation Alarmfon stellen, also ob vielleicht von denen jemand im Chat ist und da ein paar Zeilen zu aufschreiben möchte. Aber anhand der Daten, ich habe ja ein Tracking gezeigt, was glaube ich von vorgestern oder vorvorgestern war, also wo die Drohne eben so gekreist ist. Also ich habe zufällig mal irgendwo gefunden, es gibt ja tatsächlich auch so ein Manual, so ein Suchhandbuch quasi auch für Kapitäninnen und Kapitäne, wenn man zu einem Seenotfall gerufen wird, also was du als Schiff und was du als Flugzeugführerinnen und Führer, Fliegerinnen und Flieger machst, also nach welchen Mustern du sozusagen dann eben nach Schiffbrüchigen suchst. Und da gibt es auf jeden Fall dieses sehr auffällige Muster von einem Seenotfall. Ja, also ich habe mindestens noch eins gesehen, aber ob das tatsächlich so war, weißt du das? Also es ist ja so, dass bei den Drohnen muss man halt schauen, dass die ein anderes technisches Setup haben als die Flugzeuge, die einsetzen. Also bei den Flugzeugen ist es ja wirklich so, dass die klassische Suchmuster fliegen, wie es auch ein Schiff tun würde, weil man entweder mit bloßem Auge sucht oder eben mit einer Kamera, mit einem Kamerasystem. Bei den Drohnen ist es so, dass die vor allem mit Oberflächenradar ausgestattet sind und auch so verschiedene IMSI-Catcher letztlich zum Beispiel drauf haben und
So Technik, mit der sie triangulieren können, wenn irgendwo zum Beispiel ein Satellitentelefon anruft. Das bedeutet, und das ist halt auch ein Problem, weil das bedeutet, dass es für Flüchtende zur Gefahr wird, quasi zum Telefon zu greifen. Das heißt, wenn ich mich in einem Fluchtboot befinde, war das früher so, dass die unmittelbar teilweise, wenn sie angefangen haben zu merken, dass das Boot zum Beispiel Luft verliert, halt das Alarmphone angerufen haben und dann das Alarmphone versuchen konnte, möglichst schnell Rettung einzuleiten. Mittlerweile ist es so, dass die dadurch, dass Frontex eben diese Pullbacks massiv facilitated und eben diese Technologien hochgefahren werden, mit der man eben triangulieren kann, wenn es irgendwo ein Funksignal gibt und ein Satellitenanruf ist ja auch nichts anderes als ein Funksignal, dann ist es eben so, dass jetzt eine flüchtende Person sich das sehr genau überlegen muss, wann sie sozusagen da das Alarmphone anruft, weil wenn man sich damit quasi an die libysche Küstenwache direkt verrät, weil keine andere Rettung kommt, dann ist es natürlich ein Riesenproblem. Und dadurch ist es dann teilweise so, dass eben, wo man früher relativ frühzeitig Rettung einleiten konnte, ist es jetzt aus einer Kombination raus, aus dem Fakt, dass die libysche Küstenwache ständig Pullbacks macht, ist es eben so, dass die Flüchtenden teilweise noch mal viel größere Risiken eingehen, als sie das vorher eingegangen sind. Ja. Ganz kurz nochmal also zu dem Tracking von Telefonen. Also soweit ich weiß, gibt es bisher keinen Beleg dafür, dass die an Bord sind. Aber es gibt natürlich die Annahme, die ich auch für wahrscheinlich halte, weil es stand in der Ausschreibung drin, dass die Drohnen diese Technik für eben normalen Mobilfunk und für Satcom-Funk an Bord haben könnten. Und zwar war das dort in der Tabelle als optional, also nicht als erforderliche, also zwingende Anforderung. Aber der Hersteller IAI dieser Drohnen ist spezialisiert auf solche Systeme. Also die machen auch Electronic Intelligence. Und es wäre sehr schräg, wenn das nicht an Bord wäre. Und tatsächlich, also du meinst, dass die Technik an den Flugzeugen nicht genutzt wurde? Ich meine, Beleg dafür gibt es wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee, ich meine, dass sie an den Flugzeugen auch genutzt wird, weil wir tatsächlich mal mit Leuten von der Firma, die diese Ospreys betreibt, die haben wir, da hatten wir 2017 schon Gespräche mit denen, weil das ist ja absurd so, ne? Man steht ja am selben Flughafen rum und das ist so, wir gehen morgens aufs Flugfeld, ungefähr zur gleichen Uhrzeit, wo die Frontex-Leute aufs Flugfeld gehen und man begegnet sich da so, ne? Das war so, dass 2017, als wir da angefangen haben, da hatten wir am Anfang noch eine Chartermaschine, da waren wir nicht so, sagen wir mal, so auffällig am Flugplatz noch. Da kannte man uns noch nicht so richtig und da bin ich mal halt zu so einem Typen rübergegangen, der halt bei so einer DA-42, was die Maschinen sind, die Frontex mittlerweile DA-62, aber bei dem Flugzeug, das die halt nutzen, und habe die halt mal angelabert und habe ein bisschen so getan, als wäre ich ein interessierter Privatpilot. Und da haben die mir das damals schon gesagt, dass sie halt Technik an Bord haben, mit dem sie damals Mobilfunksignale haben, die gesagt, aber das kommt im Ungefähren aufs Gleiche raus. Also diese Technik gibt es und wir haben jetzt zwar keine Beweise, wo die irgendwie eingesetzt worden wäre schon, aber das wäre auch Quatsch anzunehmen, dass das nicht passiert. Also man muss damit eigentlich rechnen. Kannst du noch mal kurz sagen, wie das Radar funktioniert? Das ist so ein... Das ist im Prinzip so ein, das ist so ein Pod, den sieht man auch auf den Bildern, die zum Teil gezeigt worden sind. Das ist so ein rundes Ding, was da unten hängt. Und das ist im Prinzip genau die gleiche Technik, die auch in einem Schiffsradar letztlich da ist. Also man sendet Wellen aus und kriegt ein Echo zurück. Und dann schaut man halt, wo sozusagen sich das verändert. Also wenn man jetzt im idealen Experiment quasi eine komplett flache Wasseroberfläche hätte, würde man sozusagen dort, wo ein Boot ist, halt ein anderes Echo kriegen als da, wo das nicht ist. Und dann weiß man halt, wo das ist. Mit Welle ist das immer noch ein bisschen komplizierter und man darf da auch diese ganzen Technologien nicht überschätzen. So. Also das ist
Das ist auch was. Es gibt durchaus auch Fälle, wo dann so Technik halt versagt, wenn es ein bisschen mehr Welle hat und so. Und auch das ist ein Riesenproblem, weil wozu führt es? Das habe ich in der Ägäis erlebt 2019. Da hatten wir ein Boot, das ist, wir waren da mit einem Rettungsboot im Einsatz und das war eben in die Felsen gekracht. Und also ich war da nur bei der Leichenbergung nachher irgendwie 2 Wochen später, wo dann ein 9-jähriges afghanisches Mädchen angeschwemmt worden ist, nach 2 Wochen im Wasser. Und das war halt komplett vermeidbar gewesen, weil dieses Boot ist halt nachts in die Felsen gekracht bei relativ schlechtem Wetter. Und nur weil da sozusagen unmittelbar eingegriffen worden ist, damals noch von einer Rettungsorganisation, sind da mehr Tote verhindert worden. Da muss man sich aber fragen, warum fahren die eigentlich überhaupt bei diesem schlechten Wetter? Naja, es ist ziemlich simpel, weil die Ägäis ist eigentlich ein sehr überschaubares Seegebiet. Bei Tag kann man da von der griechischen an die türkische Grenze rüber gucken. Wenn da bei Tag und gutem Wetter ein Schlauchboot losfährt, dann sehe ich das, wenn die drüben am Strand ablegen mit dem Fernglas auf der anderen Seite so. Und das sieht natürlich auch Frontex. Und dann klappt es halt nicht, in Griechenland anzukommen. Und wenn man aber natürlich bei schlechtem Wetter fährt und bei Nacht, dann hat man halt durchaus eine Chance, dass halt diese ganzen Überwachungssysteme eventuell mal versagen und man halt durchkommt so. Und das ist halt echt eine Gefahr bei diesen ganzen Aufrüsten von Überwachungstechnologie, dass das halt die Leute, die sowieso schon ein viel zu großes Risiko tragen, eben nochmal ein noch viel größeres Risiko eingehen, um eben zu versuchen, da unentdeckt von Frontex durchzukommen. Und das treibt natürlich die Todesrate auch nochmal in die Höhe. Wie schätzt ihr das ein? Was für einen Gesamtüberblick über die Boote hat Frontex im Augenblick? Also schaffen das viele noch unentdeckt oder haben die inzwischen die meisten Boote tatsächlich auf dem Schirm? Ich weiß nicht. Das ist sehr schwer einzuschätzen, wo es da genau hängt. Ich würde behaupten, dass es eigentlich kein Problem ist, das zentrale Mittelmeer relativ lückenlos zu überwachen. Also wenn wir mit unseren sehr begrenzten Ressourcen fliegen, finden wir meistens mindestens einen Großteil der Boote und wir haben nur ein Flugzeug und keine Drohne. Und also ich gehe davon aus, dass die relativ viel finden. Was allerdings eine andere Sache ist, ist, dass die Kommunikation mit der libyschen Küstenwache zum Beispiel nicht funktioniert. Also die sogenannte libysche Küstenwache ist teilweise nicht erreichbar, teilweise schlecht ausgestattet und teilweise einfach inkompetent. Also dass es schon häufig vorkommt, dass Boote durchkommen, das ist vor allem auch so. Und auch das ist ein Pattern. Also es ist halt immer wieder so, dass sozusagen diese Maßnahmen, die halt getroffen werden, um sich abzuschotten, dazu führen, dass größere Risiken eingegangen werden. Was halt ein anderes Ding ist, ist, dass man häufig dann super viele Seenotfälle gleichzeitig hat, weil super viele das halt gleichzeitig versuchen loszukommen, weil das dann halt so ein bisschen wie halt beim, man kennt es vielleicht von so Umweltaktionen, wenn man so Polizeiketten durchfließt, da ist es ja auch so irgendwie, einer wird halt festgehalten und die andere kommt halt durch und so ist es da halt auch irgendwie, dass halt letztlich die libysche Küstenwache nur begrenzt viele Boote zur Verfügung hat und wenn da halt zeitgleich irgendwie 10 Boote losfahren, dann schaffen die es vielleicht halt irgendwie 3 oder 4 davon irgendwie wieder einzufangen und die anderen kommen dann halt weiter so. Also, und das führt dann aber gleichzeitig halt dazu, dass man halt eine sehr unübersichtliche Situation auf dem Wasser hat, sodass halt, wenn was passiert, dann halt auch gleich richtig scheiße ist. Ja. Da möchte der Chat gerne wissen, wie kann man denn Seenotrettungsorganisationen unterstützen, beziehungsweise es geht konkret um die finanzielle Unterstützung. An welche Organisationen kann man die denn richten? Ich denke, man kann eigentlich die meisten Seenotrettungsorganisationen, die auf dem zentralen Mittelmeer aktiv sind, guten Gewissens unterstützen. Ich kann natürlich an dieser Stelle für Spenden für uns werben. Die sind auf jeden Fall gut angelegt. Was wir auch
gemacht haben, 2019 schon, was uns sehr wichtig ist bei Sea-Watch. Uns geht es nicht darum, jetzt irgendwie unsere Organisation zu promoten, sondern uns geht es darum, dass Seenotrettung geleistet wird, wo sie nötig ist. Deswegen haben wir zum Beispiel jetzt auch die letzte Mission der CI-4 maßgeblich mitfinanziert und auch die Aitamari, was ein Rettungsschiff von einer baskischen Rettungsorganisation ist, die gerade aktuell im Einsatz war, haben wir eben mitfinanziert, weil es uns eben wichtig ist, dass Spendengelder halt auch da ankommen und nicht es darum geht, irgendwie wer jetzt das coolere Logo hat, sondern dass es halt darum geht, irgendwie dass ja, das im Sinne der Sache eingesetzt wird. Deswegen gibt es auch den Stiftungsfonds Zivile Seenotrettung, den wir mit ins Leben gerufen haben. Das ist ja im Prinzip ein Stiftungsfonds, wo wir, als es sehr viele Spenden gab im Zuge der Rettungsaktion von Carola Rakete, wir eben diesen Fonds angelegt haben, dass kleinere Organisationen, die vielleicht nicht so gut dazu in der Lage sind, selber Fundraising zu betreiben, aber gute Arbeit leisten, da eben Anträge stellen können und da Projekte daraus finanziert werden. Cardus hat da zum Beispiel auch eine größere Förderung draus bekommen. Also da wird schon in der Szene geschaut, dass wir gucken, dass die Spenden gut angelegt werden und dann auch die richtigen Projekte unterstützt werden. Also das, denke ich, ist ganz wichtig. Die Zeit ist jetzt schon ein bisschen vorangeschritten. Das ist natürlich ein sehr großes und sehr wichtiges Thema, über das es bestimmt noch ganz viel zu sagen gibt. Trotzdem, für heute nähern wir uns mal ein bisschen dem Ende. Habt ihr noch eine Schlussbemerkung, einen Schlusskommentar? Ja, also ich meine, wir haben ja jetzt ein bisschen was gehört über Frontex. Ich denke halt, jetzt müssen wir uns dann damit befassen, in der nächsten Zeit, wie wir diesen Laden irgendwie dicht gemacht kriegen, wie wir Frontex irgendwie überwinden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Zivilgesellschaft da mit dabei ist und eben versucht, Frontex auf die Finger zu gucken, dass man eben diesen Prozess, der ja gerade angestoßen worden ist, aus der Zivilgesellschaft raus, dass wir den halt weiter fortführen, dass wir da Lügen, Legeri nicht aus der Verantwortung entlassen, sondern halt wirklich da weiter dranbleiben und denen auf die Finger klopfen, dass die mit diesen ganzen Menschenrechtsverletzungen, die sie an der europäischen Außengrenze begehen, nicht durchkommen. Dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr da wart und vielen Dank auch an unser Cardus VOG, was hier die Technik bedient hat und vielen Dank an den CCC, zu dem wir gestreamt haben und ihr könnt nach ein paar Tagen dann auch diese Sendung hier nochmal auf ccc.de nachschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, vielen Dank auch an euch.